Wir haben ja hier insgesamt drei LKWs. Zum einen die RaceBase, diese beiden schönen Auflieger. Ihr dürft jetzt in die heiligen Hallen, ja. Müsst ihr einfach drücken, dann kommt der rein. Hier sind im Endeffekt die Helme. Also hier kommt warme Luft. Maximilian, das ist mein Spin. Da brauchen wir jetzt nicht reingucken, da sieht es ein bisschen unordentlich aus. Das ist Team GetSpeed natürlich sehr, sehr stark drin. Car Balance Feedback. Und schön rein oder hackt das ein bisschen. Diese Feedbacks geben mir dann den Ingenieuren. Jawohl, ich schmeiß euch jetzt raus, weil ich ziehe mich jetzt um. Wir haben ja hier insgesamt drei LKWs. Das ist zum einen die RaceBase und dann haben wir diese beiden schönen Auflieger, sagt man. Der rechte ist für das Auto Startnummer 2 und die 8. Und das hier ist für die Janine und John. Die haben hier ihr Zuhause. Aber wir gehen mal in unseren Truck und ich zeige euch mal ein bisschen, was bei uns im Endeffekt so abgeht. Also ihr dürft jetzt in die heiligen Hallen, ja, in die heiligen Hallen, wo normalerweise nur die Fahrer und die Frauen der Fahrer rein dürfen. Code ist 1234, also ist ganz einfach. Müsst ihr einfach drücken, dann kommt der rein zu uns. Jetzt hoffe ich mal, dass es einigermaßen aufgeräumt ist, weil ich kenne meine Jungs. Meine Fahrerkollegen, Teamkollegen sind ein bisschen schlampig, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Hier sind im Endeffekt die Helme. Wir haben hier ein spezielles Kühlsystem. Wenn ich mal den Helm vom Danny runternehme. Also hier kommt warme Luft. Ja, hier oben. Und da stellt man den Helm drauf, weil natürlich, man schwitzt im Fahrzeug. Es ist sehr heiß und da schwitzt man. Und deswegen, dass die Helme wieder trocken werden, packt man die hier oben drauf. Und dann wird der Helm wieder trocken. Also hier hat quasi jeder Fahrer sein eigenes Helm-Trockensystem, was auch sehr cool ist. Die Spinte, die wir hier haben. Bei mir steht Maximilian. Das ist mein Spind, ja, das ist mein Spind. Ja, da brauchen wir jetzt nicht reingucken. Da sieht es ein bisschen unordentlich aus. Da hängen halt die Unterwäsche drin, Overalls, was man sonst so braucht. So hat jeder quasi seinen Bereich. Dann haben wir hier ja, so ein bisschen zwischendurch einen Snack. Das ist Team GetSpeed natürlich sehr, sehr stark drin, muss ich sagen. Ich kenne ja auch ein paar andere Teams. Aber der Adam ist da schon hinterher und versucht für uns Fahrer, ja, dass wir uns optimal vorbereiten können, den Kopf abschalten können und versorgt sind. Motorsport ist wirklich sehr, sehr anstrengend und das unterschätzt man oft. Man denkt, ja, die drehen ein bisschen am Lenkrad. Aber es ist schon ein Hochleistungssport und das Team, die Mädels im Hintergrund, kümmern sich hervorragend um uns. Und da gehört eben sowas dazu. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen der Bereich, wo wir Fahrer auch abschalten können. Ja, was ich jetzt noch zu tun habe, ist, dieses Drivers Booklet auszufüllen. Das bekommt jeder Fahrer quasi nach dem Tag. Und dann gibt es quasi hier, ich kann es euch mal zeigen, sozusagen ein Car Balance Feedback. Da kreuzt man quasi an, wo die Problemchen waren, Kommentare dazu. Man kann dann auch dementsprechend die Kurvennamen bzw. die Abschnitte nochmal mit eintragen. Die Nordschleife ist ja sehr lang. Und dass man da nicht durcheinander kommt, kann man hier noch die kritischen Stellen noch eintragen. Das ist immer so das Letzte, was man macht am Abend, wenn man dann sich umgezogen hat. Dann hier generell nochmal, das Team will wissen, Sitz, wie sind die Gurte, sind die Spiegel alle richtig eingestellt, die Shiftlights geht es, das Trinksystem. Also es sind viele Dinge, die wir ja, checken und auch kontrollieren, ob alles funktioniert. Generelle Informationen über Motor zum Beispiel. Ja, geht der Motor richtig? Dreht er richtig? Wie ist das aus den Kurven raus, im oberen Drehzahlbereich? Das ist ja ganz wichtiges Feedback zu geben an die Ingenieure. Genauso auch Gearbox. Ja. Wenn ich am Pedal ziehe, was passiert dann? Ist es smooth? Geht der Gang schön rein oder hakt es ein bisschen? Genau, diese Feedbacks geben mir dann den Ingenieuren. Und dann dürfen die über Nacht die Dinge ausmerzen, wo wir anschwärzen, sage ich mal so. Aber das ist auch ganz cool gemacht, dass jeder Fahrer so sein Booklet hat und dann Feedback gibt. Jawohl, ich schmeiß euch jetzt raus, weil ich ziehe mich jetzt um. Und dann ja, hoffe ich, hat die Tour ein bisschen Spaß gemacht, so ein bisschen behind the scenes, die Reifen, hier für die Fahrer der Bereich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios, amigos.